Morgen draußen. Ich möchte heute ein Video machen zum aktuellen politischen Thema. Inwieweit das da draußen jemand mitbekommen hat, weiß ich nicht. Es geht um die Reparationsforderungen der polnischen Regierung bzw. des Parlaments, die gerade geprüft wird, ob sie gegen Deutschland angewendet wird. Und so wie die polnische Regierung oder das Parlament derzeit drauf ist, kann man schon davon ausgehen, dass diese Reparationen vom Sejm verabschiedet werden. Man verlangt hier, ich glaube, mindestens über 45 Milliarden oder mehr. Und ich muss ganz klar sagen, es ist nicht nachvollziehbar, wie man nach über 70 Jahren jetzt hergeht und versucht, gegen Deutschland hier Reparationen geltend zu machen. Was auffallend ist, dass wenn innerhalb der EU irgendwelche Länder, sage ich jetzt mal, Sanktionen oder rechtliche Schritte zu befürchten haben, die die EU gegen das jeweilige Land vorantreibt, dann gehen diese Länder her, wie damals Griechenland oder jetzt aktuell Polen, und stellen gegenüber Deutschland finanzielle Forderungen. Und hier muss ich ganz klar sagen, Entschuldigung, dies ist weder hilfreich noch der Zukunft förderlich, wenn man hergeht und ja, in der Geschichte umherrührt. Wir haben jetzt über 70 Jahre nach dem Krieg und gerade die Polen, wobei ich ganz klar sagen muss, ich klammere hier die polnische Bevölkerung aus, da ich der Überzeugung bin, dass diese Reparationsforderungen, die hier seitens der polnischen Eliten gestellt werden, keine mehrheitliche Unterstützung im polnischen Volk erfahren werden. Da die Polen sicherlich auch nicht interessiert sind an einer Konfrontation. Und wenn man sieht, welche Gebietszuwächse die Polen nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, dann muss man ganz klar sagen, dass Polen hier mehr oder weniger auf der Siegerseite war. Nicht zu vergessen darf man natürlich, dass auch Polen im Osten von den Sowjets vertrieben wurden, aus ihren Gebieten und dann dementsprechend angesiedelt wurden in den Gebieten, denen man den Deutschen weggenommen hat. Aber diese Gebiete waren extrem viel Quadratkilometer und sie waren sehr rohstoffreich, was uns Deutschen natürlich bei der weiteren Entwicklung gefehlt hat. Wenn man sich das anschaut, muss man sagen, dass dieser Gebietsverlust, den wir Deutschen hatten und die Rohstoffe, die hier in diesen Gebieten lagerten, ganz klar den finanziellen Aspekt ausgleichen und somit jegliche Reparationsforderungen völlig hirnrissig sind. Ich werde in der Videobeschreibung einige Verweise einfügen, damit sich jeder ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen kann. Wenn die Deutschen eine Forderung oder überhaupt Forderungen aufstellen würden für das, was uns die letzten 400 Jahre angetan wurde, seit 1618, dann würden einige Länder wahrscheinlich ziemlich alt aussehen und ja, de facto pleite sein, wenn hier Forderungen gestellt werden würden, die durchaus berechtigt wären. Aber wie gesagt, wie wir wissen, wird das nicht vonstatten gehen oder wird auch nicht passieren. Aber das sollte einfach mal vor Augen führen und den Leuten zu denken geben, dass man hier, wie gesagt, aufhört, irgendwelche finanziellen Forderungen zu stellen. Das ist kontraproduktiv und würde letztendlich nur dazu führen, dass über kurz oder lang vielleicht in Deutschland wieder jemand an die Macht kommt, der extrem reaktionär wäre und wie die Geschichte verlaufen wird, weiß letztendlich keiner genau. Aber es könnte unter Umständen durchaus passieren, wenn dies der Fall wäre, dass die Polen hier anstatt alles zu gewinnen, wieder alles verlieren. Und somit denke ich, sollte man einfach ja, mit den Füßen auf dem Boden bleiben und nicht irgendwelche Hirngespinste verfolgen oder Forderungen, die in keinster Weise nachvollziehbar sind. Macht euch dazu, wie gesagt, eure Gedanken. In den Verweisen werde ich auch reintun, die Geschichte Polens. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass auch die Polen in den letzten Jahrhunderten viel Scheiße erlebt haben, sage ich jetzt mal auf Deutsch, und viel durchgemacht haben. Aber nichtsdestotrotz sollte man, wie gesagt, realistisch genug sein, um zu verstehen, dass dieser europäische Gedanke, auch wenn er derzeit, wie gesagt, nicht im Interesse der europäischen Völker passiert, sicherlich von Vorteil ist. Aber das, was die Polen jetzt hier
oder was die polnische Elite, sprich die polnische Führung hier vom Stapel lässt, ist kontraproduktiv und trägt mit Sicherheit nicht zur Völkerverständigung bei. Somit sollte das sehr wachsam beobachtet werden, wie und was hier vonstatten geht. Und man kann auch ganz klar sagen, sollte sich hier die deutsche Regierung auf so einen Kuhhandel einlassen und diesen Forderungen, die ja wahrscheinlich vom Sejm verabschiedet werden, nachkommen, dann kann man einfach nicht mehr anders, um zu verstehen, wie gesagt, dass diese deutsche Regierung nichts mit der deutschen Regierung in dem Sinne zu tun hat, sondern dass es einfach nur irgendwelche Marionetten sind, die dazu beitragen, dass andere Länder zu jeder Zeit und mit irgendwelchen hirngespinstigen Forderungen Deutschland auspressen können. Und in meinen Augen, wie gesagt, hat damit einfach Schluss zu sein. Wir Deutschen tun in der Welt genügend, was finanziell anbelangt, was Technologie und Wirtschaft anbelangt. Und Zahlungen haben wir in der Vergangenheit mehr als genug geleistet an Reparationen, an Wiedergutmachung und so weiter und so fort. Also irgendwo ist irgendwann mal Schluss. Und wenn dies, wie gesagt, andere Länder nicht verstehen, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn sie irgendwann dafür die Quittung bezahlen müssen, die dann natürlich, wie gesagt, wieder die Bevölkerung zu zahlen hat, die für die Entscheidung, sage ich jetzt mal, der politischen Elite nicht herangezogen werden kann. Aber es ist halt nun mal so, die Quittung bezahlt immer der, der nichts dafür kann. Und in diesem Sinne, macht euch dazu eure eigenen Gedanken. Der Kommentarbereich steht euch offen. Und ich bitte darum, eine anständige Diskussionsform an den Tag zu legen, da sonst einige Kommentare sicherlich im Spam landen werden und dementsprechend nicht sichtbar sein werden für alle. Ja, macht euch noch eine schöne Woche oder Restwoche und bis dann. Tschüss.